haben sehr viele gute Lehrerinnen und Lehrer und ich finde es wichtig, dass das gezeigt wird, damit nicht nur ich deren Arbeit wertschätze oder die, die den Lehrerpreis verleihen, die gute Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer wertschätzen, sondern die Öffentlichkeit das auch noch viel mehr tut und die gute Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer sichtbar wird. Und deswegen, wenn Lehrerinnen und Lehrer denken, dass sie gute Arbeit machen, dann sollen sie mutig sein und sich bewerben. Eine gute Lehrerin, ein guter Lehrer muss zunächst natürlich gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und muss Leidenschaft für das eigene Fach und für das Lernen mitbringen. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Ich finde, dass der Deutsche Lehrerpreis das tut, was ansteht, nämlich die Besonderheit dieses Berufes herauszustellen. Es ist ein sehr verantwortungsvoller, aber auch ein wunderbarer Beruf, wie ich ja selber auch weiß, weil ich selber Lehrerin bin. Und er macht die besondere Verantwortung der Lehrerinnen und Lehrer sichtbar. Und das ist gut in unserer heutigen Gesellschaft. Wir haben tolle Lehrerinnen und Lehrer und das zeigt der Deutsche Lehrerpreis und das finde ich klasse.